Ja, Leute, dieses Spiel bringt mich gerade so ein bisschen im Verzweifeln. Ich muss hier weitermachen. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. So, irgendwie müsste es doch hier eine Möglichkeit geben, da rüber zu kommen oder dahin zu kommen. Es scheint wirklich nur nicht am Wasser, an der Welt per se zu liegen. Das liegt am Wasser. Wir dürfen nicht das Wasser betreten. Also der Generator läuft ja. Mit Vieh. Plan. Ich muss da wieder hoch irgendwie. Das liegt. Oh, leck mich doch! Geh da hoch, Mann! Ja, ist hier was erledigt. Ich bin jetzt hier da unten, irgendwo mittendrin und ich habe keine Ahnung, weil ich hier sterbe. Ja. So viel zum Thema. Ja. Schon wieder gestorben. Mann. Ich kack mich gerade so an. Es kackt mich gerade so übelst an, weil ich kein fucking Filter mehr habe. Und ich ohne nicht weiterkomme. Sorry, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit wirklich festhänge. Ich habe keine Ahnung davon. Ich komme nicht weiter, Mann. Komm. Ich hänge, glaube ich, wirklich an diesem Teil jetzt fest als sonst irgendwo. Weiter, nur, ne? Nein! Das kotzt mich gerade so ein bisschen wieder an. Langsam. Das Spiel geht mir. Irgendwas stört mich gerade so ein bisschen extrem. Boah, diese Dose geht mir so auf den Sack, Alter. Hier liegt eine scheiß Dose Red Bull und ich muss die gerade mal loswerden. Ja, und die ist leer. So, kann ich jetzt mal perfekt.
Wenn ich jetzt Möglichkeit hätte, natürlich mal Filter herzustellen, das wäre super. Ich knall jetzt gerade richtig raus an Filtern. Und wofür brauche ich überhaupt ein Dings? So. Filter der Viertelstunde, der zu gute Viertelstunde reicht. Und jetzt komme ich vielleicht sogar mal weiter in diesem Spiel. Nicht wirklich, oder? Hallo, Spiel. Komme ich jetzt nicht weiter oder wie sieht das jetzt aus? Ja, genau. Irgendwie war es fast klar. Guck mal! Ein alter Bekannter! Es geht weiter in Metro Exodus, Leute! Moment, redet der gerade mit sich selber die ganze Zeit? Ach ja, der Bandit. Nun, du bist hier. Und das bedeutet, dass all diese rückgratlosen Würmer und Möchtegern-Piraten tot sind. Hm. Habe ich recht? Du brauchst nicht zu antworten. Wir wissen alle, dass ich recht habe. Und tschüss, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir ihm unsere Gastfreundschaft anbieten, Herr Admiral. Ein Gast, obwohl er ein Bandit ist. Ha! Kein schlechter Gedanke. Nimm Platz, Bandit. Lass uns etwas Tee trinken. Ja, bitte. Ich wette, so etwas hast du noch nie getrunken. Habe ich selbst gesammelt, getrocknet und gekocht. Von diesem wertlosen Haufen kann man ja keine Hilfe erwarten. Wenigstens essen sie nicht viel. Was, Jungs? Du zu wissen. Boah, ich bin so froh, dass wir das endlich durch haben. Und ich gebe. Moment, man braucht gar keinen Wert machen. Man kann es einfach so machen! Ich lerne auch immer wieder Neues in diesem Spiel, auch wenn man. Spart euch das Gelaber. Ja. Mehr Lärm als die verdammten Aquas in der Brunft. Vor unserem Gast haben sie auch keinen Respekt. Der kommt ja gar nicht zu Wort. Wir sie einfach. Auf unser Treffen. Na dann, Prost, Kollege. Das ist mal ein guter Tee. Die pingeligen Landratten trinken ihn allerdings nicht. Strahlung, Strahlung! Strahlung am Arsch! Sieh uns nur an! Gefährlich! Wir sind so gesund, wie wir nur sein können. Danke fürs Herkommen. Siehst du, wie fröhlich meine Jungs sind? In letzter Zeit. Yay! Die strahlen so richtig vor Freude. Feiglinge! Selbst Roman hat uns vergessen. Er war allerdings hier, als wir diese Basis gebaut haben. Daran können sich noch alle Jungs erinnern. Ist doch so, oder? Ja, er war hier! Kann mich daran erinnern. Wir können uns alle daran erinnern.
Schon gut, Jungs. Ihr könnt euch alle erinnern. Aber diese Mistkerle haben es einfach vergessen. Und die anderen Landratten auch. Die haben alle vergessen, dass wir sie hier mit unserem Leben verteidigen. Hm. Anfangs waren sie alle total glücklich darüber. Sie riefen, wir werden alle Banditen umbringen. Die Pioniere sind Feiglinge. Der Lehrmeister hatte nicht recht. Wir sind besser oder greifen an. Haben sie doch, oder Jungs? Ja, haben sie. Die haben gerufen, bis sie heiser waren. Ja, lauter als diese Banditen, die wir erschossen haben. Da, bitte. Meine Jungs können sich daran erinnern. Und die da nicht. Man konnte immer auf sie zählen, wenn es darum ging, die Pioniere zu beschimpfen. Ja. Aber wenn es hart auf hart ging und die Aquas zu Hunderten angriffen, klangen sie plötzlich ganz anders. Oh, Strahlung. Oh, das ist gefährlich. Oh, und die Mädchen sagen, der Lehrmeister hätte behauptet, wir sollen von hier verschwinden. Tja, die Aquas zu bekämpfen macht eben nicht halb so viel Spaß, wie Banditen an Pfählen aufzuhängen. Die Banditen kann man ausrauben, wenn man sie umlegt. Aber die Mutanten haben nichts, wofür sich das Filz lohnt. Boah, Alter, die Laverei kann ich mir nicht... Also, wenn sie das ganze Tal auffressen, das sind einfach nur armselige Ratten. Jetzt ist es auch ein bisschen zu spät, auf den Lehrmeister zu hören. Diesen Ratten ist es auch egal, ob sie auf den Lehrmeister oder auf die Mädchen hören, solange sie dadurch die Möglichkeit haben, den Schwanz einzuziehen. Ja. Moment. So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Also wir sind immer noch hier, okay. Wir müssen immer noch hier landen. Aber die Frage ist, gibt es hier eine Möglichkeit irgendwie weiter? So, was mit dem? Aber man will ja sich weiter... Nee, oder nicht? Oder gibt es kein Status-Update, wo wir jetzt gerade weitermachen müssen? Ich will auch eigentlich gar nicht da weiter rein. Ja. Und jetzt ist los. Kommen wir weiter oder was? Oder? Ah. Dann müssen wir uns halt immer weiter so eine Scheiße erinnern oder was? Also noch mal Thema. Deshalb sind sie alle abgehauen. Die Feiglinge. Ja. Ich würde eigentlich. Oh, warte mal, was ist hier? Munition, okay. Ah! Planet. Dann geht's jetzt hier wahrscheinlich weiter, oder was? Ja, hatte ich ja vor. Aljoscha, bitte kommen! Wir kommen langsam voran. Während die Strecke repariert wird, habe ich zwei Männer geschickt, um Annas Medikamente... Wieder einmal. Wir schützen alle. Oder auch nur Dame Schild zu hören. Es ist definitiv nicht in einer Dorfapotheke zu finden. Erst recht nicht, wenn diese schon vor 20 Jahren geplündert wurde. Bist du wieder da, Sir? Wieder nicht! Nur das hier! Was ist das? Ein Schmerzmittel! Ja. Das brauchen wir auch! Das ist meine Truppe! Na, dann auf Ruhe und Frieden, Jungs! So, kommen wir jetzt irgendwie weiter, oder? Wo geht's überhaupt weiter? Naja, ich dachte mir, wir könnten ja bestimmt oben irgendwie was machen. Nö, aber anscheinend nicht. Und wir müssen... Was ist... Ah, hier ist eine Karte. Die hat aber nichts zu sagen, ne?
Sehen wir? Ehrlich gesagt will ich den Typen nicht im Dunkeln begegnen. Aus dem Sinne des Wortes nicht. Hä? Wo geht's denn hier mal irgendwann weiter? Das wäre mal so eine Idee. Oh, ich hasse das, wenn ich lange so ewig nach irgendwelchen Wegen suchen muss. Aber das ist normalerweise auch der Reiz bei Metro Exodus. So. Ah, da oben geht's weiter. Naja. Gut, die letzten Folgen waren ja teilweise sehr lang. Das heißt, wir machen heute etwas eine kürzere Folge. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo es überhaupt lang geht, in welche Richtung. Da lang irgendwo. Okay. Scheinbar, zumindest. Komm ich da irgendwo? Müssen wir wieder hoch oder was? Oh nein. Na gut, aber wir gucken uns genauer dann um im nächsten Part bei Let's Play Metro Exodus. Morgen um 16 Uhr hoffentlich. Bis dann und tschüss.